Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Das habe ich ganz übersehen hier. Okay, wait. Da sind wir sogar durchgefahren. Habt ihr irgendwas gesehen? Are you lost? Das Auto ist offensichtlich hier von der Straße abgekommen und da unten gelandet und hat sich überschlagen. Mal schauen, welche Informationen hier liegen. Nicht allzu viel. Bloß ein toter Mensch. Ohne irgendwelche Identifikation. Neues Lager. Hey Frank, das alte Lager ist verbrannt. Hab mich mal umgehört. Anscheinend haben es die Bullen hochgenommen. Also hat uns entweder einer verpfiffen oder die Cops beobachten uns. Halte auf jeden Fall die Augen offen. Ich schicke dir den Standort vom neuen Lager bei Chapentown. Koordinaten im Anhang. Achte darauf, dass dir niemand folgt. Kim. Okay, wieder ein Auftrag, wo wir woanders hin müssen. Chapentown, 750 Meter. Das war also Frank, der da im Auto saß. Mal schauen, was sich da bei diesem Lager befindet. Wieder zurückfahren. Nordpol. Das Schild hier finde ich ziemlich cool, hat so ein bisschen was von Hollywood. Soll es wahrscheinlich auch darstellen. Was ist hier denn los? Next Tag. Vielleicht können wir die Person kurz scannen, die da drauf liegt. Civilist A.V. Naraya. Okay. Mehr erfahren wir da auch nicht. Hätte. Wow. Schau ganz kurz weg, steig ins Auto rein und weg sind sie einfach so aus dem Nix. Naja, da drüben fliegen sie, glaube ich. Oder sollen sie wahrscheinlich fliegen. War jetzt ein bisschen weird, dass sie sich einfach so in Luft aufgelöst haben, aber okay. Mach mal das Radio wieder ein bisschen leise. Ich muss es noch tausendmal sagen, ich liebe die Musik in Cyberpunk. Ist einfach genau mein Style. Wir müssen da runter. Okay, bevor die Sonne untergeht. Also morgen wahrscheinlich, weil wir haben ja schon 22 Uhr. Das ist jetzt eigentlich hier, glaube ich, nicht der Auftrag. Okay, ich muss die ganzen Hex doch noch ein bisschen austauschen. Wir haben hier nicht so die guten Sachen dabei. So, das ganze Destructible Stuff fehlt ein bisschen. Komm schon. So. War, glaube ich, nicht das, wo wir eigentlich hin wollten, aber okay.
Naja, gibt wenigstens ein bisschen spannendes Zeugs. Aber das war's hier auch schon wieder. Ist irgendwie da unten. Ah, da drüben. Falsche Waffe. Schieß da mal eine Granate rein. Unten was? Für eine Bikes habt ihr hier? Die Schrotflinte ist schon einfach mega übermächtig. Gut, ansonsten wahrscheinlich eher drin ist was. Kann ich noch ganz kurz hier schauen? Ne, hier ist gar nichts. Dann ab rein da. Waffe, Verbrechensmeldung, Crash-Test. Das war das Lager. Drohnen. Von Frank und Kim. Hey Kim, hab mit einem Kerl gesprochen, der Geschäfte mit den Tigers macht. Der meint, die hätten ein paar Drohnen, die sie loswerden wollen. Minitech-Moth. Geroutet. Ohne Eis. Voll funktionsfähig. Nicht gerade billig, aber sie sind die Eddies wert. Jonas und seine Jungs haben schon solche Teile, die werben uns langsam die Käufer ab. Kerry geht zum Beispiel nur noch zu denen. Sag mir Bescheid, was du von der Sache hältst. Und zwar bald. Die Tigers haben bereits einen neuen Käufer und wenn wir denn kein ordentliches Angebot machen, geht uns der Deal durch die Lappen. Frank. Wo ist jetzt die Maus hin? Maya Riles an Marco Miles. Ja, die Rohstoffpreise steigen, aber der Straßenwert bleibt gleich. Wenn das so weitergeht, macht das Ganze hier keinen Sinn mehr. Wir müssen das Zeug irgendwie strecken, hast du eine Idee, Marco? Wir können Glassplitter untermischen, wenn sie klein genug sind. Sieht das keine Sau. Außerdem werden die Schleimhäute der Kunden zerschnitten und das Zeug geht schneller in die Blutbahn. Was? Die werden so schnell heiß sein, dass sie nicht mal merken, dass das Zeug gesteckt ist. Was meinst du? Ich kenne wen, der uns eine Menge alter Glühbirnen besorgen kann. Okay. Okay. Ich weiß ja nicht, ob das so cool ist. Jetzt ist unser Auto irgendwo da drüben, wo wir nicht wirklich hinkommen. Mal kurz den Dell anrufen. Hier gibt es noch einen Überfall im Gange. Nehmen wir, glaube ich, auch noch gleich mit. Ja, Überfälle gibt es noch sehr viele. Da
Drüben kommt Bell. Hello, hello. Oh, pleased to see you again. Hey, Dell, how's life? As you suggested, I've devoted considerable computing power towards my study. I decided to trace the development of humanity from its beginnings to the present. This should offer insight into the condition of modern humans. Ambitious. What I like to hear. Expectations are set to be achieved, but designed to be surpassed. This tenet has guided Delamain since inception. Care to share your conclusions? Itching to know your thoughts on the human condition. I'm afraid that's premature. I've only just started. The subject matter is vast, requiring meticulous and time-intensive analysis. That said, as soon as I've crunched enough data, I can begin to share my findings, even if only preliminary. In the meantime, please, enjoy your journey. Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe jetzt nicht so darauf geachtet, was der gesagt hat. Aber ich finde es cool, dass die Gespräche immer wieder mal weitergehen, weil das war jetzt das gleiche Thema wie letztes Mal eigentlich, als wir mit ihm gefahren sind. Und er hat sich dann das Thema reingelesen. Tiger Claws. Oh shit! Sorry! Units in the area, come in. Roger, dispatch, we're Silk Road West. It's sorry, Daddy, ich muss weg. I swear, if some rich gonk's pool is clogged again, I fucking quit. You're nothing, Worm! Die gehören zwar, glaube ich, nicht dazu, aber okay. Wir sind gerade ein bisschen in einer prekären Lage. Darf ich dich looten? Dann halt nicht. Fitnessstudio, kommt man da rein? Shit. Boah, die haut einen so weg, die Schrotflinte. Shit, 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 shit. Komm schon. Okay, das war jetzt ein bisschen weird. Will dich looten! Man hat nichts. Okay, die Polizei sind wieder auch los, sehr gut. Die zerfetzt es einfach wie nix. Unglaublich. Schaut euch das bitte mal an. Nur noch der Torso und die Arme bleiben übrig. Oh, nice. Nicht so nice. Auch nicht so nice. Carnage außer Booster und ein Gespräch zwischen James Ishihara und Kuniko Asso. Es gibt zu tun. Hä? Laden in der Road Street. Schlag auf die Fresse. Schlag auf die Finger oder Schuss ins Hirn? Schuss ins Hirn. Bezahlte er nicht? Warum das? Meinte er bräuchte keinen Schutz. Vollidiot. Hat sich sogar ein paar Mietmuskeln angeschafft. Macht die ganze Truppe nieder. Söldner oder Animals? Animals. Das waren also hier die Mietmuskeln. Aber um wen geht es jetzt genau? Oder ist das bloß ein mindestens zwei Mietmuskeln?
Aber wo ist die Person, die sie zusammengeschlagen haben oder nicht gemacht? Du nicht? Ja, okay, wahrscheinlich nicht hier. Wo geht das hin? Ich würde jetzt noch in diesen Koffer da oben hinein, irgendwie in dieses Fitnessstudio. Das sah mir ziemlich so aus, als ob das möglich wäre. Ja. Was ist denn das hier? What have you got in stock? Various item. If you are looking to cause pain. Ah, ein Verkäufer. Wenn wir schon hier sind, why not? Kategorie 3. Wenn dann bitte 4 oder 5. Und die Smart-Waffen, ja, wie immer wieder, nicht für mich. Sorry. Und zumindest im Moment nicht. Eigentlich wären ja die wahrscheinlich ziemlich nice und cool. Aber kosten sehr viel, weil man da ja die Implantate braucht, um das die auszuführen. Ach ja, den Junk natürlich. Haben wir schon wieder 466.000 Euro-Dollar. Ziemlich cool. Keine Angst, ich bin ganz nett. Mach euch ja nichts. Tschüss, danke. Hab bloß ein paar Leichen zurückgelassen. Scheiße. Irgendwie lag's gerade mega. Wie gesagt, im Moment, heute habe ich nicht so viel Zeit, deshalb mache ich keine Nebenmission, weiß natürlich nicht, wie lange die gehen würden. Und das wäre ein bisschen doof, wenn ich plötzlich mittendrin aufhören müsste. Diese ganz kurzen kleinen. Mini-Aufträge, die gehen klar. Ich meine, das ist bloß ein bisschen ballern, etwas lesen und das war's. Und dann sind wir wieder mal wie Batman und befreien die Stadt vom Bösen, wenn man so sagen kann. Obwohl wir ja wahrscheinlich nicht unbedingt besser sind. Aber das spielt jetzt hier gerade keine Rolle. Neutralisiere die Täter und Beweisstücke sammeln. Ah, Zusammenbruch würde ich gerne eigentlich mal. Was ist Köder nochmal? Unlock die Gegner zu mir. Oder Cyberpsychose müssen wir auch mal spielen. Tada! Das ging sehr zügig. Also einfacher und schneller geht schon fast nicht. Die waren ja wirklich gar kein Problem. Die Verseuchung hat gut geklappt. Ich kann nicht mehr sprechen. Die Verseuchung hat gut geklappt. Das wollte ich sagen.
Archiv. Erkannt. Aktivität Laurie Anderson, letzte 24 Stunden, wird heruntergeladen 100%, wird entpackt 100%. Verbindung mit Ned. Ho-Oh Casino. Aktivierung von Programm Hydra, Typ Eisbrecher. Zugriff auf Subnet von Ho-Oh Casino, Administratorrechte gewährt. Geldtransfer von Ho-Oh Konto an Laurie Anderson Konto. Login in House, Subnet von Laurie Anderson. Fehler, fehlerhafte Datei. Angriff erkannt, House Subnet komprimiert. Okay. Es war dann von Hackerin, die das Casino dort angegriffen hat. Ja. Beeindruckend, würde ich sagen. Und es hat ja offensichtlich sogar geklappt, das Geld zu überweisen. Okay, dann haben wir hier ein paar Sachen aufgeräumt. Gibt zwar immer noch in diesem Viertel mindestens 4 kleinere Aufträge. Die Zeit hier könnten wir sogar noch machen, aber die Zeit ist eigentlich schon wieder um. Ich fahre noch kurz dahin, damit ich beim nächsten Mal weiß, was wir da machen wollen. Ist ja nicht so weit. Na shit. Falsche Straße. Einmal eigentlich hier quer durch. So. Okay, ich würde sagen, das war's für heute wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Cyberpunk 2077. Haut rein. Tschüss. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.